So, Freunde, recht herzlich willkommen zu einer für mich kleinen Aufnahme von Alan Wake. Ja, wir sind im zweiten DLC irgendwo unterwegs, in der Mitte, würde ich sagen. Und ja, es ist wahrscheinlich die letzte Aufnahme, also nicht letzte Folge. Die nächste Folge wird wahrscheinlich die letzte Folge sein. Ich habe in einer Dreiviertelstunde habe ich ein Seminar, deswegen werde ich es jetzt nicht zu Ende aufnehmen, sondern mal eben schnell die eine Folge hier ballern und nachher dann durchspielen. Haha, warum erzähle ich das? Weiß ich nicht, habe ich Lust drauf. Ja, ich komme gerade frisch aus der Dusche, bin noch ganz nass, quasi. Man kennt es. Ich weiß nicht, so Kopfhörer aufsetzen direkt nachdem man geduscht hat, in meinem Fall, weil da halt viele Haare sind, die klatschnass sind, ist immer ein bisschen unangenehm, aber irgendwie auch, naja, was soll ich sonst machen, ne? Ne, ich habe ja Optionen, aber weil ich halt gleich Seminar habe. Das passt halt einfach ganz gut, dass ich jetzt mal eben schnell aufnehme. Deswegen mache ich das jetzt einfach. So sieht er nämlich aus. Ich hoffe auch, dass das alles hier gut läuft, weil ich habe tatsächlich gerade, eigentlich rendert gerade Video. Es rendert Video. Das habe ich aber pausiert. Ich hoffe, dass das jetzt auch ruckelfrei hier aufgenommen wird. Und wenn nicht, Pech. Oder so. Dumm. Aua! Jetzt Ziegelstein mich getroffen hat. Backstein, Ziegelstein. Ist das ein Ziegelstein? Eigentlich sind Ziegelsteine die roten. Wie nennt man so, solche Steine denn? Ich weiß es nicht. Geht's bitte die Treppe hoch? Der läuft ganz schön langsam die Treppe hoch. Liegt das an meinem Controller? Ist der Controller? Ich glaube, der Controller hat sich jetzt nicht wieder eingekriegt. Bin gespannt, wie es beim nächsten Resi 8 Stream läuft. Blendgranaten. Sexy. Ja, komm, nehmen wir wieder die Pumpgun, die ist eigentlich schon ein bisschen geiler. Also, Sie bitte? Ich halte B seit ungefähr 17 Minuten gedrückt. Danke. Aber ich habe halt mehr Muni, ne? Die knallt ja auch ein bisschen rein. Krümel. Das ist schon so ein bisschen auch Nahtoderfahrung gerade gewesen. Ach man. Warum muss das ja alles immer so brutal sein? Eng. Alter, wird viel. Nein! Moin! Mhm. Komm schon! Als ob der jetzt. Naja, gut, wartet. Machen wir die einmal. Okay, dann laufen die Leute, bringen sich schon selbst um. Ist nett auf jeden Fall. Laufen einfach schon runter. Erkennen schon, der Junge hat keine Chance mehr. Also, der. Also, ich habe keine Chance mehr gegen den Jungen. So wollte das, wollte ich sagen. Alan Wake ist noch jung. So einfach aus Komplettierungsgründen. Man kennt es. Sehr schön. Brücke überstanden. Da höre ich schon wieder den guten Thomas de Maizière. A moment. I can help you here. Oh-oh. There's a connection. You were in my dream. Yes. I taught you. You fixed the foolish mistake I made with Barbara. Mhm. Ja, eigentlich ist heutzutage halt echt nichts mehr los, ne? Barbara ist weg. Die Bedrohung. Alice ist gerettet. Der echten Welt geht's gut. Es ist einfach nur noch so, ich gefangen irgendwie im Dunkeln und naja. Vielleicht komme ich raus, vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Späße dann in Control. Ach ja, stimmt, sollte ich nochmal erwähnen. Sehr passend. Control, also der. Gut, das wird hier wahrscheinlich eh keiner sehen. der das ausnutzen kann. Aber Control, ne? Wie gesagt, der Nachfolger von Alan Wake mehr oder weniger, weil das in der gleichen Welt spielt, plus dann im DLC Alan Wake tatsächlich auch actually vorkommt. Hauptsächlich gibt es ja nur so Anspielungen. Ist momentan gratis. Im Epic Game Store. Ich wollte mir halt. Ja, ich hatte eigentlich vor, mir die Steam-Version dann nochmal zu holen. Ne? Weil Epic Game, naja, nutze ich halt nicht den Store, mag ich nicht. Ich würde es lieber bei Steam haben.
Allerdings besitze ich das Spiel ja schon für die PS4 und ich will ja halt die PS4-Version nicht zeigen, weil die ungefähr auf 2 FPS läuft und ganz, ganz furchtbar ist. Also das Spiel ist halt trotzdem gut. Ich habe die Platin-Trophäe trotzdem geholt, ja, das zeigt, wie sehr ich das Spiel mochte. Aber, ja, da muss man nicht nochmal Geld für. Ich habe schon mal Geld für ausgegeben, es ist schon in meinem Regal, schön in meiner Sammlung. Da reicht es doch, dann will ich mir den Epic Game Store-Version hole. Schön gratis. Also ich muss nicht mal Geld ausgeben. Das heißt, dem Let's Play steht nichts im Weg. Keine Kosten, die ich hier nochmal anstellen muss. Das heißt, es wird dann, ja, irgendwann mal kommen. Wie gesagt, erstmal natürlich der amerikanische Nightmare. Oh, oh. Moment. Machen wir es so. Na, wie häufig ist das schon passiert, dass ich gestorben bin, während gerade die Blendgranate zündet? Ich hasse es. Warte mal, das Loch. Loch ist Loch, ich weiß, aber mir kann auch wehtun. Bei einstürzenden Brücken, Ellen, nicht so Zeit für Verschnaufpause. Ich leuchte mal ein bisschen auf den rauf, sonst reicht das wahrscheinlich wieder nicht. Ich bin eigentlich ausgewichen. Aber das Spiel denkt sich ja manchmal so, weißt du was? Nee. Ich renn mal weiter, ich komme doch bestimmt gleich hin. ja. Blitz. Achso, Blindgranaten, ne? Ja, ich glaube, die ist verschwunden so ein bisschen. Ich höre gerade Geräusche. Ich glaube, das ist nichts. Also, ob die Blindgranate jetzt irgendwie. Ich glaube, die ist einfach an der Wand verschwunden. Blendgranaten sind heilig. Beste Waffe im Spiel. Hier steht überall Blitz. Nee, dann wird es irgendwas anderes sein. Achso, das war das Licht, was ich einfach... Ah, okay. Was zum Teufel? Ich hab nicht so ganz verstanden, was gerade passiert ist. Ich bin mal komplett in die Mangel genommen. Hilfe. Alter, what the fuck? Fucking hell, ey. Licht. Viel. Oh, Checkpoint, danke. Das war wild. Holy shit. Dim. Ich habe einen Blitz übersehen. Fuck. Wake ran for the light. It was pointless. He would never reach it. His life would be snuffed out just as easily as the very thing he thought would save him. Okay, der Leuchtturm ist aber ganz, ganz nah. Ich mag es, wie die Fernseher hier einfach eingebaut sind in die Face-Wände. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt Zeit habe zum Durchspielen. Ich spiele aber mal 20 Minuten und guck mal, wie weit wir dann sind. Ich weiß natürlich nicht, wann das Spiel endet, leider. Genau. Das ist immer doof, wenn man so ein Siebgedächtnis hat wie ich und sich an nichts mehr erinnert. Aber hey, ist auch 4 Jahre her, als ich gespielt habe, glaube ich. Hm.
Aber da hinten sind irgendwie... Kommen wir vielleicht auch nochmal hin. Ja, gucken wir mal, ne? Oh, sind wir schon wieder in der Lodge hier. Huch. Since we're being so frank here, Alan, and let me just reiterate how happy I am that you've had this breakthrough, I would like to summarize your condition. By all means. And please, just let me know if you think I'm being unfair. All right. Well, let's start with the obvious. The car crash. Untreated head trauma. All due respect to Doc Nelson, but he's hardly a neurosurgeon. I think that the injury has affected you more than you realize. Yeah, I have had bad headaches. Then there's your history of substance abuse, which, combined with your chronic insomnia, has resulted in hallucinations and extremely poor impulse control. That's a dangerous combination, one which your wife has unfortunately had to suffer from far more than you. I know. I know she has. I don't think I'm exaggerating when I say that you are existing in a state of all-encompassing denial. Your vivid fantasy casts you as a heroic victim and allows you to skirt responsibility for your own actions. It allows you to solve your imaginary problems and dismiss the things that truly trouble you. In your self-serving delusions, your personal problems are assets that allow you to save Alice, perhaps even the world. Dr. Hartman, I think that's spot on. I can't argue with any of that. Well, I'm sure I'm stating the obvious. I don't want to labor the point, but, well, No, no. I understand. It's important that I face it. Precisely, Alan. You've put so much effort and imagination into this self-deception, but what good has it really done for you? You refused my offer of help, and here you are. Did being so obdurate really get you to a better place? No. No. And did it really help Alice? Was this really the best thing for your wife? Probably not. Probably not. Why don't we find out? You know, I've been talking with her. There's something she wanted you to hear. Oh, hey. That sounds like fun. Okay. All I ever wanted was to help you, Alan. I ate all the shit you handed out and tried to understand your pathetic, wealthy white male drama. Until my life consisted of managing your never-ending crisis. I hate you for your childish temper and the arrogance and self-indulgent pride that undermine all efforts to drag you out of the hole you've insisted on digging for yourself. I hate you for leaving me in the dark with that insane monster bitch. All you had to do was act like a loving human being for once in your life and stay with me. If your dramatic exit hadn't been more important than making sure I was all right, she would never have taken me. I don't know where you went, but that's okay. I don't want to know. I don't think I'll ever be all right. The only thing that keeps me from killing myself is the hope that I'll never see you again. Ouch. I just can't argue with that. I think I should stay here before I ruin what life she has left. I think this is a breakthrough, Alan. I'm really very proud of you. Ja, Dunkelheit. Du verarscht mich nicht. Ich komm hier schon wieder raus. Was eigentlich war, ne? Alles ist eigentlich nur passiert, weil Alan da dramatisch den Abgang machen musste aus der Cabin. Nach draußen gegangen ist und dann nahm das Schicksal seinen Lauf. Aber gut. Die Werkzeuge da irritieren mich halt. Komm ich wahrscheinlich gleich noch hin. I'd succeeded in that. And that was all that mattered. What I heard in there wasn't the truth. It was just another toxic mirage. It cut deep, but that made me all the more determined to force myself to snap out of it. I didn't want to be that guy anymore. I had to make myself see the light. Das ist Light. See the light at the end of the tunnel. Yeah. Or at the edge of the... Coast. Küste. Leuchtturm. Egal. Muss ich jetzt rüberspringen? Das schaffe ich doch nicht, oder? Ich sehe mich da noch nicht so ganz, aber... YOLO! Das schaffe ich nicht, nein. Oh, voll auf die Kanne geklatscht. Oh, nee! Oh, nee! Ich muss mir echt die Scheiße nochmal geben hier.
Oh. Ey. Das ist jetzt aber... Oh, Videospiel, ganz ehrlich. Das muss jetzt echt nicht sein. Oh, ich schneide das mal raus. Einen Moment, bitte. Okay, wir kommen zurück. Ich kann scheinbar hier schon frühzeitig verlassen. Gerade gesehen. Nett. This was just another attempt to confuse me. By now I knew these phantoms and guck mal, sogar ein anderer Dialog. Echoes of the pain, guilt and hopelessness, a part of me wallowed in. What I heard in there wasn't the truth. It was just another toxic mirage. It cut deep, but that made me all the more determined to force myself to snap out of it. I didn't want to be that guy anymore. I had to make myself see the light. Okay, ganz nett, dass wir jetzt nochmal einen anderen Dialog gesehen haben. Aber muss ich jetzt hin? Muss ich? Ach, hier geht's nach oben, ne? Ich glaube, das ist das, was wir von Aua innen gesehen haben. Ich meine, weil wir Innenfenster haben, muss es ja nicht heißen, dass wir auch draußen Fenster haben. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Und jetzt? Ah. Beben. Was gegen? Was geben? In Bright Falls geht ein Beben. Jo. Ist es das Flugzeug? Glaube schon, ne? Was einfach random abgestürzt ist, wurde auch nie wieder aufgegriffen. Also klar, das war die Darkness und so. Ich hab's schon verstanden, aber... Keine Ahnung, fühlt es, dass die Leute nicht interessiert, dass ein fucking Flugzeug abgestürzt ist. Jo. Alter, hab ich hier gerade Dodge, Alter. Ich bin ja richtiger Dodge Viper bin ich gerade. Den anrennenden Typen auszuweichen ist echt hart. Bis hin zu nicht möglich. Haben wir noch? Nee. Keine Peps mehr. Uiuiuiui. Ach komm, weißt du was? Noch eine. Scheiß drauf. PC weit vorbei. Kann man auch ruhig mal ein bisschen droppen. Jol. Die Frage, ob wir unendlich kommen, bis ich mal den Ausweg finde. Das ja wahrscheinlich schwimmert hier schon wieder rum. Wo muss ich denn hin, ist die Frage. That is the question I ask myself. Muss zum Licht wahrscheinlich, ne? Oh, was war das? Eine wilde Kamerafahrt auf jeden Fall. Autsch, autsch. Motherfucker! So. Ich will jetzt gerne nochmal zurückgehen. Muss ich hier gleich noch lang, frage ich mich, weil irgendwie. Hier sind Wege. Das irritiert mich. Jetzt verrecke wäre schon ein bisschen peinlich. Obwohl, ich habe ja den Kontrollpunkt, ne? Bin gespannt hier. Irgendwie sieht es hier schon so ein bisschen nach Ende aus. Well done. You have come far, but there's still a little further to go. You must take full control of your own mind. Reject all of the fantasies you have constructed. Yeah, well, I think I can do that. A lot of the stuff I've seen here is personal and ugly as hell. I'll admit it hurts, but it's not fooling me. I know it's fake. Good. You are aware. The part of you bent on self-destruction is not. But you must be careful. Just because you know the lies for what they are, that doesn't make the danger any less real. I'll make it. I don't have any choice. Here. I cannot come any further, but this will help you on your way. Thanks. Okay. Yes. Man hat ihn sogar erkannt. Erinnerung. Hey, let me tell you something, Alan. I know how your mind works. You screw up, then you start analyzing it, and before you know it, you start writing all these horror stories in your head. Don't you? Come on, I don't do that. Yes, you do. I know how it goes. You're a complete failure. I
hate you and I'll never forgive you for whatever it was that you did. Am I wrong? Oh, man. See? I know you. But, Alan, it's all in your head. It is. I love you. And I'm not going anywhere. Oh. Relationship Goals, indem man sich einfach die ganze Zeit grundlos beleidigen kann. Das ist mein Goal. Okay. Warum entfernen wir uns eigentlich wieder vom Leuchtturm? Das ist eigentlich ein bisschen kacke, oder? Das war cool. Okay, aber ich würde tatsächlich sagen, ich beende mal die Folge. Ich guck mal, vielleicht kriegen wir noch einen Checkpoint. Ja. There were too many of them. Hordes and hordes of them. Swarming over the landscape, eager to kill. They were coming for Wake. And this time they would get it with sheer numbers. Ja. Judy, dann höre ich auf. Nächstes Mal geht's dann weiter und dann wahrscheinlich schon mit dem Finale. Ja, nächstes Mal wird wahrscheinlich die letzte Folge des gesamten Projektes. Ich bin gespannt. Das ist dann Folge 40, sehr passend. Und ja, gucken wir mal, wie Alans Geschichte hier zu Ende geht. Ich weiß es selber nicht mehr. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt tatsächlich. Gerade der Bedingung, weil ich ja so ein bisschen weiß, was dann in Control abgeht. Ja, also, ne? Bis zum nächsten Mal. Tschö.